Hallo Leute, willkommen zum nächsten Mal von Let's Play The Legend of Zelda Queen of Time. Diesmal mit einem Gastkommentator, es ist Gaming with Stefan. Nein, hier ist der Peter. Oh, sind Sie etwa Peter Zwegers Schulterberater? Also ja, ich pflanze ihm mehr Schulden als Guck mal, wie die Schwuchtel guckt. Ich komm mal hin. Wie geht's dir, Rudu? Sagst du, ich hab ja letztens meine ganzen Freunde gelöscht, ne? Jetzt krieg ich komischerweise, hab ich viel wieder 37 gehabt, muss ich wieder Leute löschen. Ja, aber nicht mich. Oh, dann hab ich auch Sinn gemacht, ey. Ich hab mir über 300 Freunde gelöscht, und es wird nachheißen, ich hab ja jeden angenommen und so ein Scheiß, ne? Mhm. Und das mach ich halt immer. Ja, und jetzt geht's erstmal ab zur Gerudo-Wüste, um da ein paar. Ja, rollen gehen in den Baum, genau. Ja, ich mach ja hier 100%. Ja, genau! Ja. Ja, das hast du dir eh nicht, gibt's zu gut, weil jetzt versagen. Nein, ich hab Enzo und so noch Lösungen, wo die Herzteile und die Golden Skulltulas noch sind. Ich hab da original Lösungsbuch, also Fresse. Arschloch! Ja, geil, ne? Da ist der geilste, wenn man großen Bruder hat. Man kriegt echt alles, wa? Oh mein Gott, da ist die fette Rapper-Eule. Nein, das ist die Eule, die einem meint, einer um den Sack zu gehen. Guck mal, schau mal, lass versuchen, sie zu töten. Klar, dann nützt ja gar nichts, ja, das Aimbot, Alter, jetzt kommt hier mit Handgranaten und tötet dich mit einem Schlag. Oh mein Gott, was will das wieder oben von mir? Blowjob. Ich will ihm auch keinen Blowjob geben. Oh, verdammt. Hm? Tschüss! Oh nein. Ja, mach ruhig weiter. Ich erwartet. Warum machst du dein Mikro an und aus? Das ist Das ist die Mist. Das ist die. Ist immer erledigt. Käsesteile schmecken scheiße. Extra bloß nicht, weil ich gerade gebracht habe. Boah, ich kann so kotzen. Ja, Leute, ich erzähl's lieber wirklich nicht. Ich hab danach auch keinen Hunger mehr. Weil ich sag nur eins, die Käsestange schmeckt mir gar nichts mehr. Noch gar nichts. Scheiße. Die schmeckt doch immer so nach Käse. Die schmeckt nach gar nichts, ey. Besonders mit meinen Eltern, wir haben hier gerade nur so 5 Käsestangen rausgestellt, ne? Jetzt nicht hier vom Bäcker oder so, die kennst du doch in der Packung, ne? Ja. Diese kleinen Käsestangen. Aha. Butterkäsestangen, wie die heißt. Das ist so ein Snack. Ja, und wir 5 Stück übrig gelassen. Junge, ach, super. Ihr habt's mal hier richtig drauf, Eltern. Die vom Bäcker schmecken viel leckerer. Die mit Schinken ist geil. Ja, die meine ich ja. Boah. Ja, sag mal, den kosten aber mal. Ne? Wenn der Mutter nicht gerade überlebt, dann bist du da. Das ist halt Wasser, sieht geil aus vom Texturenpack. Jo, das sage ich. Hallo Hühnchen. Hallo Hühnchen. Mann. Hallo Hühnchen, ich brauch dich jetzt. Willst du machen? Das Herz halt. Gibt ein Glitch, da du direkt da rein kannst, weil da heißt Glitch, da ist es einfach nur so ein dummes Spring. Dann verkackst du jetzt noch, dann lache ich dich aber aus. Jetzt hat nicht mal verkacken können. Moin. Leider Herz dann. Du hast 6 Herzteile. Hütchen, nein! Wie kommt Komm, ob du da drauf kommst. Ja, mach einfach Rollart und Rollsprung. Link, du hast gelitten. Hättest du Rollsprung gemacht, hättest du das geschafft. Aber da der Kopf, ich weiß, der geht immer Kopf über runter und so. Nein, nein. Da machst du dann, wenn du groß bist, oder? Nö, ich geh jetzt angeln, das Angelherz halt holen. Das schaffst du jetzt schon. Ah, du findest aber nicht die goldene Dings, ne? Ne, die kriegt man nur mit dem großen Link. Da gibt's aber auch ein Glitch. Es gibt für alles ein Glitch. Ich weiß, es gibt auch ein Glitch, wie man mit diesem kleinen Link hier, genau an dieser Stelle, irgendwie in den Wassertempel kommt. Ja, was willst du da? Ja, gar nichts. Adi! Facebook, Pippin! Kennst du das Lied? Nö. Ich kenne nicht mal den Film Facebook. Ja, Leute, die kleine Flasche, da kann ich mir leider nicht holen, die ihr gleich sehen werdet. Der wird Link findet er später. Da ist Link noch so scheiße für. Kann auch nicht tief genug tauchen, da wird Link leider nein. Boah, das macht er noch selbst nach dieser schwule Schlampe. Naja, du Schlespe, du. Du 4 zu 3 Full HD, du. Ach, das ist kein 4 zu 3. Entschuldigung. Entschuldigung, da wollte ich wirklich.
Oh, ich hoffe, es hat offen. Was sagst du, ich hab grad viel Deo-Geschmack ausgeräumt. Ihr wollt nicht wissen, was gerade passiert ist, Leute, vor der Aufnahme. Ich glaube, ich habe 45 Minuten gebraucht, um das wieder in Ordnung zu bringen. Und ich hab mir brummt immer noch der Schädel. Ja, ja, Navi, halt die. Jetzt fragen sie aber, oh, was ist denn passiert? Wie siehst du denn aus? Wow, der sieht aus wie zusammengeschlagen. Alter! Nun bist du für mich noch dran, ich hab den Angel. Ja, okay. Du brauchst nicht, den hast du alles dran. Größe ist 6 Pfund. Komm, sammeln. 7 Pfund wiegt schon ein Penis. Okay, wo ist der größte Fisch? Du bist mir zu klein. Der glotzt dich schon so an, der vergibt dich. Ja. Roll noch mal. Oder nicht? Ist das dein großer Fisch? So ist richtig gut. Ah, das sieht nach aus meiner Welle. Boah, Navi, halt die Fresse. Hey, nimm mir den Mund! Hey, kennt ihr die schwule Navi-Version? Hey. Hey. Da ist ein Giant Fisch. Ja, komm. Ich mach extra Musik. Komm zu mir. komm schon, ich will das Herz haben. Komm zu Papa. Komm zum Jungling. Du eklige Drecksau, du. Was ist passiert? Wer ist abgehauen? Jude. Nicht der Jude. Du ekliger Jude. Keine Judendiskriminierung. Na, ich hab es gehört. Keine Sorge, ich hab nur was gegen mancher. Zum Glück habe ich zur Aufnahme gestoppt, Stefan. Oh ja, ich hab's so gesehen. Ja, nochmal, ja, ich hab nichts gegen Jungen, ich hab nur was gegen manche Ausländer. Und zwar, die kommen in denen sie nach Deutschland und bauen nur Scheiße. Oh ja, gegen die habe ich auch was. Gegen die habe ich nur was. Gegen andere, ich hab zum Beispiel jetzt nichts gegen Farbige, hab ich gar nichts gegen. Ich hab selber in meiner Klasse welche, mit denen verstehe ich mich prima. Das sind mal welche, die zocken, ey. Bei uns, nein, ich muss Radfahren! Boah, du langweilige Sau, ey. Radfahren ist doch gerade so spannend, ey. So, jetzt tue ich hoffentlich, vielleicht tut mich das jetzt nicht schon wieder geleider, nein. Dann lach ich dich aber aus. Du bist mit ordentlich mit Nahrad und schlecht nach. Komm, du kannst nicht mehr anzubeißen, komm. Boah, ist das fett, ey. Ja, ja, komm. Komm. Und du fällst. Komm her, du bist mir! Du bist mir! Nur ein Fisch! Mach mal so rein, mach mal so einen roten Fisch rein! Nein! Bist ja einmal so ganz kurz davor abgehauen, ey. Jawoll! Boah, guck dir das dicke Vieh an! Wow, das ist ja ein echter Brocken, tatsächlich. Er wiegt 10 Pfund. Toll. Willst du ihn behalten? Ja. Ja, na klar! Jetzt gehst du in den Pisser hin und sagst, ne, gib mir ein Herzteil, du Spacken. Du Spacken. Geh ich nochmal schnell zu Gerudo Valley und hol mir das aus dem Wasserfall. Ja, das schaffst du doch eh nicht, ey, du Low, ey. Irgendwie macht dieser Kerl mir auch noch immer Angst. Sieht aus wie eine bestimmte Person, manch die nicht erfährt. Du wie gemein Fisch. Sieht aus wie eine Rekorder, da wird mir das 10 Pfund, okay, hier ist dein Preis. Stell dir mal vor, der gibt dir so 20 Rupien und du guckst da voll angepisst den Typen an. Also, es ist doch einfach nur der Scheiße hier. Komm, 7 Jahre nochmal, da hast du mal geguckt. Mein Fisch. Geld ist der letzten 7 Jahre auch schon immer so voll veraltet, voll verkrüppelt. Und mit dem großen Link muss man einen 20 schweren Fisch holen. Hä? 20 Pfund schweren Fisch. Ach, dann kann ich diese Scheiße jetzt auch schon mal machen. Du sagst, ich guck mir jetzt die Hülle von Bioshock an, das Spiel ist geil. Ja, Leute, es wird ein neues Let's Play von ihm geben. Ja, genau, sagt halt jetzt schon. Das war eigentlich ein Geheimprojekt, weil, okay, bis du das so hochlädst, heute hat er eh noch 100 Jahre. Hey, warum flößt du mir nicht so was dieses vor? Okay, ich flöße dir was vor. Was sagst du, jetzt hat die Schule Vogelscheuche? Bei welcher Vogelscheuche muss ich das nochmal machen?
Ich will Behindertengeräusche nachmachen. Spiel mir ein Lied. Was sagst du, war das? Ein Wunsch, sie geht richtig ins Herz. Du hast gesagt, mein Lied geht richtig ins Herz. Danke. Entschuldigung, das hörst du gerade alles nicht, das hörst du gerade alles nicht. Okay, jetzt ab zu Gerudo Valley. Moment mal, ich mach mir das da bei der Vogelscheuche leichter, das Lied. Anstatt A mache ich. Das Produkt ist kopiergestützt. Ich sag dazu mal, ist ja nix. Moment mal, wie war das nochmal? Das ist meine Vogelscheuchen-Polka. Polka? Ja, wenn man im großen Link ist. Was heißt, ich hab gedacht, Polka ist immer polnisch. Ist das richtig? Keine Ahnung. Pisse. Pisse in meinem Arsch. South Park. Ach, ich pisse in meinem Arsch. Penis am Arsch. Momentan habe ich aber irgendwie nur den Drang mit Gastkommentatoren aufzunehmen. Ich weiß nicht warum. Ja, leider. Shooter-Spiele mache ich nie mit Gastkommentatoren. Nein, das weiß ich auch nicht machen. Oh, ich habe ihn gerade abgeknallt. Alter, es ruckelt. Ich will aussehen. Du siehst ja, Mann. Aber Bioshock willst du doch angucken, oder? Ja, werde ich. Ja, ja, genau. Und danach halt so sagen, dann weißt du, den Dreck guck ich mir an. Genau so, ne? Oh, rein, rein, leider gar nicht so. Oh mein Gott. Ein Spiel war es, das Spiel. Das Spiel ist aber eins der geilsten Spiele, weil ich dir gezockt habe. Guck mal, eine verrückte Kartoffel, Stefan. Oh, ich muss gucken, muss den Skype anmachen. Warte, warte. Ja, genau, Selfie. Lass dich mal vor. Sagst du hast die Zeit im Überblick? Weil ich achte jetzt gar nicht darauf. Ich hab eine Handystoppuhr an. Ja, genau. Tschüss. Pass auf, guck mal, ich mach jetzt Task. Task? Hast du gerade Task gemacht? Nein. Hast du gerade Task gesagt? Nein. Du hast, wenn nicht, dann kann ich dir erklären, was ein Task ist. Task ist ein Speedrun, wo man meistens die Zeit so doll runtergemacht, dass du da schon mit 10% Geschwindigkeit nur spielst, aber alles perfekt steuern kannst. Lord. Wo du hin musst, wie du dich gelutschen musst. Gelutschen, genau. Gelutschen. Gelutschen. Bei ja, PC-Spielen ist das ja nicht möglich, bei 360, beim Wii ist das ja schon möglich mit Tasten, ne? Hab ich gehört. Ja, von Zelda Twilight Princess und Task gelutschen durch die Wand. Glitch, also Tass hat ja niemals was mit Cheaten zu tun. Keine Sorge. Ich weiß, Gerudo-Tal. Again! Ich hab meinen Cheatman von Zelda, Ocarina of Time gemacht, weißt du auch wie? Ne, von Master Quest. War das hier, Majora's Mask Demo-Fall, was direkt bei Majora's Mask. Alle Items reingeschickt, dann war ich durch. Ja, viele denken, ey, warum geht das Spastchen jetzt hier schon wieder hin? Was soll denn das sein? Oh, Alter, Behälter! Ihr seht ja da den Wasserfall, habe ich recht, der so geil aussieht. Der sieht irgendwie scheiße aus, finde ich. Nein. Der sieht so einseitig aus. Das Wasser sieht wiederum geil aus. Du sagst, ich habe viel Husten. Und ich habe immer, wenn du deine Zukunft hingehst, kannst du in der Vergangenheit nochmal das Herzteil holen. Dachte? Nein. Das wäre ja geil. Das wäre geil. Ja, und, was oh, siehe da, Link. Ja, ja, genau. Link. Guck mal, ein Pimmel. Du willst ein Herz, jetzt hast du einen weiteren Herzkonzert, deine Energieleiste erweitert sich. Hast du, glaube einen Schuss gemacht oder was? Ja. Du willst ja wirklich 100% machen, ja genau. Aber besser als Majora's Mask 100%, oder? Auf jeden Fall. Das Spiel hast du abgebrochen, du Loh. Ich hab dir ja gesagt, du kannst das nicht. Du hast versagt. Die ja, ich hab nein, ich fress dich. Wie war das mit dir? Penisse. War derselbe Grund, du hast auch keinen Bock mehr auf das Spiel. Ja, ich hatte wohl Bock auf das Spiel. Ich hatte so richtig Lust, ich hatte keinen Bock mehr auf die Garolo, Belly.
Ich hatte da keinen Nerv drauf. Ja, Leute, wir hatten beide keinen Bock mehr. Oh, Queen of Time ist cooler. Ist er doch. Neue Ausgänge ist mein Arsch, finde ich. Passt voll nicht in die Zelda-Reihe rein, finde ich. Was versuchst du da die ganze Zeit? Versuchst du irgendwie einen Glitch auszufinden und cool zu sein? Nein. Nein, ich bin nur in die. Ich bin nur schnell runter. Ja, genau. Ich höre goldene Skulltula. Skulltula! Skulltula, ey. Wie ich schon so was höre, dann könnte ich wieder klatschen. Kriegst du eh nur mit dem Bumerang. Ich. Ja, ja, ich weiß. Behindertengeräusche. Weißt du, die Grafik hätte die N64 schon unterstützt, oder? Oh Leute, wir müssen die Part beenden. Bis zum nächsten Part. Tschüss.